ihr Lieben, heute ist Samstag, der 25. Dezember 2021, erster Weihnachtsfeiertag, 9.51 Uhr, also 10 Uhr kannst du sagen. Und ja, ich mache das mal größer hier, und zwar ja, habe ich mir eben überlegt, ja, so als nachträgliches Weihnachtsgeschenk werde ich dem lieben Amt nochmal eine Bewertung schreiben hier. Bei der Firma Amtsgericht Einbeck, ja. Und ja, ich nehme das deshalb auf, wie gesagt, ich habe diese ganze Geschichte ja, diese ganzen Videos ja auch ursprünglich als Logbücher gestartet, deswegen sage ich auch mal die Zeit am Anfang und so weiter. Ja, wie gesagt, Google hat mir schon mehrfach Rezensionen gelöscht, beziehungsweise ja, geshadowbanned, also die werden halt nicht angezeigt und so weiter, deswegen nehme ich das auf und dann kann ich am Ende nachweisen, was Google da gemacht hat. Auch wieder Grund für eine Millionenklage dann. Oder Milliardenklage. So läuft das dann. So, alles klar. Also ihr seht hier Amtsgericht Einbeck. Na, wir können uns ja die Rezension mal angucken. Hier sieht man auch schon Erbbetrug durch Betreuungs- und Nachlassgericht in 3754 für Einbeck. Hier ließ man mein gesamtes Erbe mit Barvermögen, Sachwerten und Haus verschwinden. Seit 25.02.2013 behauptet Gericht, sie hat vom Zwangsbetreuer Hans-Joachim D. gemeldete Resterbe nicht. Ne, und das bandenmäßige Erbbetrugverfahren am 22.09.2020 eingestellt. Ja. Ein Gericht, was sozial schwachen Menschen ihre Rechte verwehrt. Ja. Erst mit sehr langem Atem bekommt man da, was einem zugesteht. Wie kann das in Würden einen Amtsträger in Person sein, nur um Kosten zu sparen? Ja, lieber Bastian, ich sag dir, warum das so ist, weil es eine private Firma ist. Es geht darum, Gewinne zu machen, es geht darum, die Leute abzuernten und mehr nicht. Gericht halt, was soll man da noch sagen? Warte mal, jetzt habe ich hier jetzt vergessen zu liken. Ja. Also ihr seht schon 2,2. Ich werde jetzt auch nochmal eine Review schreiben. Ein Stern. Krimi. Ja, Krimi. Ich überlege, ob ich Pause mache. Kann ich ja, oder? Dass sich das Video nicht ganz so lang zieht. Ich mache mal Pause und zeige euch mal, was ich geschrieben habe. So, da bin ich wieder. Ja, hat ein bisschen gedauert. Ich habe noch ein paar Videos rausgesucht. Ja, so, das ist jetzt das, was ich geschrieben habe. Ich werde auch gleich bei der Polizei Einbeck nochmal was schreiben und bei der Polizei Nordamt, denke ich mal. Der Saftladen dort ist eine kriminelle Vereinigung. Der sogenannte Richter bzw. Firmenchef Thomas Dörrel hat dafür gesorgt, dass ich mehrfach in den Nazi-KZs am Meers-Hildesheim und im Albert Schweizer-Holz-Minden untergebracht wurde. Ich sage nur Geheimniskriminalität. Jeder Beweis, dass das Amtsgericht eine eingetragene Firma ist. Erst eine Beschwerde beim Oberlandesgericht brachte mich raus aus diesem Todeslager. Naja, es hängt halt alles zusammen. Dann habe ich hier noch ein schönes Video reingepostet. Ups. Ja, könnt ihr euch ja mal angucken, wenn ihr wollt. So, ja, hier der Beweis, dass ich kerngesund bin und mit Implantaten und Energiewaffen gefoltert werde. So. Und das posten wir jetzt mal. Thanks for your review. Ja, jetzt gehen wir mal auf... Na, wir gehen mal auf Done. So. Ja, also ein Stern, New Just Now, das ist es. Wir können ja mal die Seite neu laden, mal gucken, ob es schon verschwunden ist. Beziehungsweise, ich bin mal gespannt, aber ihr seht, ich habe es geschrieben. Ne? Ja, Google ist natürlich, gehört auch den Geheimdiensten. Also das ist im Prinzip die Situation, wie wir haben. Das ist das, was Dr. Catherine Horton immer sagt, wir haben es halt mit einem Deep Capture zu tun. Das heißt, der Geheimdienst hat sich mehr oder weniger die ganze Leute gekauft oder hält sie mit Erpressung bei der Stange. YouTube gehört dem Geheimdienst, das Amtsgericht Einbeck gehört dem Geheimdienst. Und das heißt, also der Geheimdienst hat die ganze Vollmacht über all die ganzen Leute hier in Einbeck und, ne, ihr wisst, was ich meine, über viele Leute und deswegen, ja... So, wir machen das mal anders jetzt. Wir gehen mal, also ihr seht jetzt hier, ich bin jetzt hier eingeloggt in den Browser. Ich mache jetzt mal Edge auf und hier bin ich jetzt nicht eingeloggt. Ja? Jetzt gebe ich mal ein, ja, erstmal google.de. So, jetzt gebe ich hier nochmal ein Amtsgericht Einbeck. Hier bin ich jetzt nicht eingeloggt. Und ihr seht, oh, meine Bewertung gibt es gar nicht. Ist das geil oder ist das geil, ne? Das heißt also, die sehe nur ich. Ja, das wird hier auch gar nicht reingerechnet. Hm. Ja, wer hätte das gedacht? Und es ist erst 10.03 Uhr und ich habe die Bewertung gerade erst gepostet. Ja, also ihr Lieben, ihr könnt ja mal Google anschreiben, fragen, was das soll für eine Scheiße. Ja, also das ist das Land, das ist die Welt, in der wir leben. Alles gehört den Geheimdiensten, die denken, die können sich halt alles erlauben, weil denen halt alles gehört. Ne?
Ja, wie gesagt, kritische Stimmen werden einfach gelöscht, zensiert. Die gibt es hier gar nicht. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute hier schon irgendwas geschrieben haben, ne? Und das einfach verschwunden ist. Wer weiß. Zum Beispiel oder generell halt, wie viele Leute auf YouTube irgendwas gepostet haben oder was. Ups. Ja. Guckt euch an, die Verbrecher. Guckt euch an, echt, ey. Ja, echt. Also, wie gesagt, hier geht es nur ums Geld. Es ist das Amtsgericht Almbeck ist eine eingetragene Privatfirma, die vorgibt, Gericht zu sein, ne? So. Und die Leute hier ausraubt. Und Leute hinter Schloss und Riegel bringt, die nichts gemacht haben. So. Gut, also ihr Lieben, ihr seht, was hier los ist. Hier bin ich nicht eingeloggt, die Bewertung gibt es gar nicht, das wird also nur für mich angezeigt. Na, vielleicht ändert sich das noch. Schreibt mal Google an, was das soll. Ja, trotzdem will ich auch nochmal was bei der Polizei Nordheim schreiben. Na, wobei, es wird wahrscheinlich nichts bringen, weil, naja, im Prinzip kann ich es sein lassen, weil es ist sowieso wieder löschen. Also ihr Lieben, kritische Stimmen werden gelöscht bei Google, bei YouTube, das gehört ja alles zusammen, das gehört alles der CIA. Wenn die dann die Leute blacklisten und auf eine schwarze Liste setzen und sagen, von Adrian wird nichts angezeigt, dann wird da auch nichts angezeigt. So. Ja, naja. So. Ja, es ist eine richtige Frechheit, was hier läuft, ne? Ja, und genau deswegen mache ich auch diese Videos, um das zu enthüllen, ne? Die Views werden manipuliert bei YouTube. Also das habe ich auch schon gehabt, dass dann auf einmal nach Monaten Videos, die 300 Aufrufe hatten, hatten auf einmal nur noch 90 Aufrufe. Also das wird dann auch nach unten reduziert oder der Counter bleibt einfach stehen. Das heißt, also 10.000 Leute sehen meine Videos, aber es wird angezeigt 100 oder vielleicht auch nur 20. Ja, all das ist möglich, ne? Damit die Leute dann denken, ach, das ist nur irgendein verrückter Spinner im Internet. Also ihr Lieben, so weit ist es mit der Zensur schon gekommen, weil ihr es ja alle nicht wahrhaben wollt. Und genau deswegen ist es ja so, wie es ist. Ne? So, ich werde das jetzt hochladen. Das ist Beweis, das werde ich auch auf dem PC haben. Das ist Beweismaterial. Meiner Meinung nach auch Grund für eine Klage gegen Google hier. Weil, jetzt vielleicht kein Experte, aber ich sag mal so. Also, ich glaube ganz sicher nicht, dass das einfach so erlaubt ist, einfach so Bewertungen einfach so verschwinden zu lassen, wenn die gegen nichts irgendwie verstoßen. Also, ich habe ja hier nichts geschrieben. Ich habe keine Hakenkreuze gepostet oder was weiß ich was. Also, ne? Ja. So, ich mache noch mal was. Moment mal. So, ich bin jetzt hier noch mal bei der Polizei Nordheim. Ne? Hier will ich auch noch mal was schreiben. Write a v Review. Ja. Man braucht sich nicht wundern. Hängen alle mit drin. So. Das Video ist das hier, was ich eben schon mal euch gezeigt habe, ne, mit Lüchte. Lüchte, der Campingplatz. Eine Hölle für viele Kinder, die hier missbraucht wurden. Damals stand das Jugendamt in Hameln in der Kritik. Jetzt rückt die Polizei Nordheim in den Fokus, ebenfalls mit einem Versäumnis. Darum geht es. Dieser Mann muss sich derzeit. So, okay, könnt ihr euch selber angucken auf meinem Kanal Anarchist Truth Fighter oder beziehungsweise Alien from the Family Milosevic einfach bei Google mal eintragen. Und dann findet ihr die ganzen Videos hier. Ja, wollen wir mal hoffen, dass der Bürgerkrieg bald kommt. Ich warte nur drauf, jeden Tag. Ich geier schon drauf. So, dass wir endlich mal das alles zum Sieg bringen können. Und ja, so. Posten. Es wird wahrscheinlich wieder genau die gleiche Scheiße sein wie eben. Ne? Ja, aber manchmal hat man Glück. Manchmal, es gibt halt bei Google auch so Schlagworte, die halt entfernt werden. Wir müssen es mal gegenprüfen jetzt auf Edge. Polizei Nordheim.
Bam. Und wir sehen Polizei. Na, das ist scheiße. Müssen wir mal Google aufmachen. Ne? Google. Ne? So, bin ich da? Nein, bin ich wieder nicht. Wer hätte das gedacht? Google, was ist da los? Was ist denn hier los? Tötungsdelikt? Ja. Gut, also wird auch wieder nicht angezeigt. Trotzdem, wir geben natürlich nicht auf hier. Das gleiche kopieren wir einfach nochmal bei der Polizei einweg. Auch hier 2,9, braucht man sich nicht wundern, ne? Unfreundliche Beamte, hauptsächlich die Älteren, nicht bereit zu helfen bei der Durchsetzung Hausrecht, ja. Ja, siehst du, weißt du Bescheid, ne? Jo, write a review. Na, machen wir das doch mal. Ein Stern. Also ihr Lieben, ihr könnt mir ja gerne mithelfen. Also ich bin von YouTube geshadowbanned. Das heißt also, und von Google, was ich hier schreibe, das wird nicht angezeigt. Also ich sehe meine Bewertung. Joa. Alle anderen sehen meine Bewertung nicht. Was sehr schade ist. Tja. Doof, ne? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich das Video nennen werde. Mal gucken. Frohe Weihnachten an die Polizei vielleicht. Weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, das haben die nicht verdient. Aber ich bin ein Zyniker, ihr Lieben. Ich bin zynisch. Also, weiß ich nicht, ob ich das Frohe Weihnachten nennen werde. Frohe Weihnachten an die Polizei. Weiß ich nicht. Ach, keine Ahnung. Ich denke mal, ich würde das Video einfach Amtsgericht Einbeck nennen. Ne? Ja. Ja. Bedienstete Faschisten mit der Wortmarke Polizei, sage ich immer. Ne? Ja, sind Kriminelle, sind das. Kriminelle mit Lizenz, kannst du sagen, ne? Ja, wie gesagt, ihr Lieben, es wird Zeit, dass wir das endlich abstellen, alles, dieses ganze System, deswegen habe ich auch diese Videos angefangen. Wie gesagt, die Polizei Einbeck ist auch eine eingetragene Privatfirma, ne, wir befinden uns hier im See- und Handelsrecht, so, wir sind immer noch ein besetztes Land, Deutschland hat keine Friedensverträge, so. Das ist so das, was den meisten auch schon irgendwie geläufig ist. Damit kann man arbeiten. So, das sind eingetragene Privatfirmen. Das ist eine Staatssimulation, mit der wir es hier in Deutschland zu tun haben. Also Privatfirmen, die vorgaukeln, der Staat zu sein und uns bzw. euch ausrauben. Ne? Wie gesagt, das Deutsche Reich ist handlungsunfähig. So, die Bundesrepublik Deutschland ist eine 1949 gegründete Firma. Und ja, ist natürlich lukrativ, ne? Deswegen wollen die auch nicht, dass das halt aufhört, ne? Wir müssen diese Leute stoppen. Wir müssen das dafür sorgen, dass das endlich alles seinen Gang geht. Ja? Wir müssen diese Leute anschreiben mit E-Mails. Wir müssen diese Leute informieren, auf unsere Seite ziehen, wenn möglich. Wobei ich glaube, dass das hier schon zu spät ist bei der Polizei Einbeck und bei der Polizei Nordheim. Wir müssen auf die Straße gehen, Generalstreik,
aufhören, Steuern zu zahlen, aufhören, GEZ zu zahlen und was weiß ich alles, ne? So, ich will auch gar nicht so viel Zeit verschwenden für diese armseligen Leute da, ne? Können einen leid tun, ne? Haben wahrscheinlich im Leben irgendwie nichts Anständiges gelernt oder so. Weiß ich nicht, keine Ahnung, ne? Da gibt es ja auch ein Video, ne? Polizist ist kein Beruf oder so. Vielleicht verlinke ich das mal. Ne? Gehen wir mal ein hier. Ich poste euch das alles. Gut, ich wünsche euch mal was, ne? Alles klar, frohe Weihnachten euch allen. Auch wenn es jetzt eigentlich schon ein Tag her ist, aber ich feiere diesen ganzen satanistischen Mist sowieso nicht. Und, ja, gut, alles klar. Das ist mein Weihnachtsgeschenk an euch. Alle hier an die Polizei, an das Amtsgericht. Ich habe leider nicht viel Geld, deswegen reicht es leider nur für eine Bewertung hier. So, gut, alles klar. Wir sehen uns im nächsten Video.